Bis auf einige Details sind wir mit der Galvanikanlage fertig. Wir sind aktuell dabei, die Farbtöne einzustellen und das natürlich unter Einhaltung jeglicher Spezifikationen. Das erste Serienprojekt der Firma Bia Mexico wird ein Drehsteller für die Firma Pre sein. Wir sind aktuell dabei, die Qualifizierung vorzubereiten und die Serienfertigung soll dann im September losgehen. Es gibt schon einige Aufträge, die laufen werden. Die Produktion und die Vorbereitung muss erst noch starten. Das tun wir dann rechtzeitig, bevor dieses Projekt losgeht. Das erste wird eins sein für die Firma ZKW, die Zierleisten baut für den Daimler. Das Projekt wird im letzten Quartal dieses Jahres vorbereitet und dann starten wir mit Chrome 3. Darüber hinaus gibt es viele Anfragen und weitere Projekte, die jedoch erst zeitverzögert starten. Wir sind aktuell in der Vorbereitung der IATF-Zertifizierung. Wir werden beginnen, viele Prozesse schon zu dokumentieren ab diesem Monat. Allerdings muss man dann berechnen, dass man 12 Monate erst einmal so produzieren und dokumentieren muss, bevor man die Zertifizierung erhält. Deswegen gehen wir von Juni bis Juli 2022 aus. Wir sind zurzeit ein Team von ca. 25 Kollegen, wobei wir in erster Linie die Abteilungsleitungen und deren direkte Zuarbeiter bis jetzt eingestellt und trainiert haben. Wenn wir jetzt in den Serienbetrieb übergehen, brauchen wir mehr und mehr auch Werker. Und ich gehe davon aus, dass wir bis zum Jahresende ca. 40 bis 50 Mitarbeiter haben werden. In allen Bereichen in Mexiko stellt man fest, dass die Bürokratie viele Hemmnisse mit sich bringt. Das gilt im privaten wie auch im geschäftlichen Bereich und ist besonders auf alles fixiert, was mit Bankgeschäften zu tun hat. Ein anderer großer Unterschied zu Deutschland oder zu den Erwartungen, die man an Mexiko aus Deutschland herausstellt, ist, dass die Mexikaner sehr fleißig sind. Es gibt eine Arbeitswoche von 48 Stunden, die häufig völlig freiwillig überschritten wird. Das heißt allerdings nicht, dass Dinge immer schnell erledigt werden können. Das hängt dann zum großen Teil auch wieder mit den bürokratischen Hemmnissen zusammen. Man braucht sehr viel Geduld in Mexiko, noch mehr als in Deutschland.